Ich glaube, das sollte gehen. Ich habe jetzt irgendwie fast einen Monat nichts mehr gefilmt und das ist so komisch, gerade vor der Kamera zu sitzen. Ich fühle mich so weird. Ich habe jetzt die letzten Wochen nichts gefilmt, weil ich quasi Urlaub hatte, beziehungsweise mein Freund hatte Urlaub und irgendwie, ich kann mich nicht gut konzentrieren, wenn ich nicht alleine zu Hause bin. Und irgendwie hat mich das Ganze auch voll in so Urlaubsstimmung gebracht und keine Ahnung, ich war komplett raus. Das heißt, ja, ich werde heute jetzt erstmal wieder anfangen, was für die Uni zu machen, nach jetzt ein paar Wochen Pause. Was sich irgendwie super komisch anfühlt. Genauso wie das Film gerade sich auch ein bisschen komisch anfühlt. Aber ja, ich habe mir heute auch auf jeden Fall vorgenommen, ein bisschen was zu schaffen und vor allen Dingen auch wieder einfach gut reinzukommen. Ich bin sehr gespannt, wie es wird. Vor allem auch, weil ich ein neues Medikament habe. Ich nehme jetzt Elvanse gegen meinen ADHS. Die Leute, die mich jetzt schon länger verfolgen, die haben das vielleicht so ein bisschen mitbekommen, aber ich hatte schon zwei andere Medikamente ausprobiert, die nicht so gut funktioniert haben. Und deswegen, ja, habe ich jetzt was Neues. Und das ist auch so eine Sache, die jetzt im letzten Jahr sehr viel stattgefunden hat. Medikamente ausprobieren und schauen und gucken. Und das nimmt auch irgendwie mehr Energie, als man denkt. Und bis jetzt funktioniert das Medikament, was ich jetzt aber nehme, sehr gut. Ich bin noch nicht bei meiner wahrscheinlichen Enddosierung angekommen, aber ich habe erstmal bis jetzt keine krassen Nebenwirkungen. Und auf jeden Fall am Anfang habe ich was gemerkt. Jetzt hatte ich schon, nehme ich das schon ein paar Wochen und merke nicht mehr so eine starke Wirkung. Aber wie gesagt, mal schauen, das ist alles noch nicht so ganz final. Ich wollte es trotzdem mal irgendwie updaten. Wenn ihr dazu irgendwelche Erfahrungen habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich finde, da ist Austausch immer sehr hilfreich. Auch wenn es natürlich bei jedem super individuell ist, was da hilft und was nicht so gut hilft. Aber ja, auch so eine Sache, wo ich ein bisschen drüber nachgedacht hatte, weil ich im letzten Jahr einfach nicht so viel für die Uni geschafft habe, wie ich schaffen wollte. Aber gleichzeitig natürlich auch überlegen muss, dass auch irgendwie viel los war. Also, es war nicht wirklich viel los. Es war kein so ereignisreiches Jahr auf eine Weise. Aber gleichzeitig habe ich halt meine ADHS-Diagnose bekommen. Ich glaube, gerade als ich mit dem Fernstudium angefangen habe oder so, meine ich. Ja, wenn du halt nach 24 Jahren erfährst, oh, mein Gehirn funktioniert einfach ganz anders, dann muss man halt erstmal den Umgang damit lernen. Und es ist halt einfach sehr frustrierend, dass dieses eine Jahr, in dem ich jetzt schon im Fernstudium bin, einfach nicht so produktiv war, wie ich es gerne gehabt hätte. Aber es, ja, ist halt auch einfach irgendwie viel gewesen. Und ich muss halt immer noch einen Weg finden, mit meinem ADHS umzugehen und wie ich damit am besten lernen kann und so weiter. Ja. Deswegen versuche ich gerade nicht ganz so kritisch zu sein, dass ich halt in diesem Jahr nicht so viel geschafft habe, aber es verging irgendwie so schnell einfach. Es ist so krass. Also ich glaube, ich habe vor ungefähr einem Jahr meine erste Klausur geschrieben. Also richtig crazy, wie die Zeit vergeht und irgendwie kommt mir dieses Jahr so kurz vor und auch so lang. Aber I don't know. Ich weiß auch gar nicht, wie ich jetzt in dieses Thema reingerutscht bin. Ich wollte euch eigentlich nur von meinem neuen Medikament erzählen und ich werde euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden auch halten, also wie das dann weiterhin funktioniert. Aber ich werde tatsächlich heute auch das erste Mal ausprobieren, quasi auf diesem Medikament zu lernen. Also das wird auf jeden Fall sehr spannend. Also ja, let's go, würde ich sagen. Ich muss sagen, ich bin noch nicht sicher, ob ich von der Wirkung der Medikamente viel merke beim Lernen. Ich finde das immer so schwer zu sagen, weil man das ja nicht einfach ausknüpfen kann und wieder anknüpfen kann und dann so den Vergleich sehen kann. Und das ist ja auch einfach teilweise tagesformabhängig. Es ist immer ein bisschen frustrierend, weil es halt Leute gibt, die wirklich eine ganz starke Wirkung bei Medikamenten haben und dann sagen so, oh mein Gott, bei mir funktioniert jetzt alles so viel besser und so weiter. Und dann ist es natürlich immer doof, wenn man für sich selber das nicht so hat. Aber
Ja, ich bin mal gespannt, also weil ich habe ja auch gerade schon gesagt, es wird eh noch mal ein Stück aufdosiert. Und dann schauen wir mal. Also kann es auch einfach daran gerade liegen. Aber ich hoffe wirklich, dass mit der Aufdosierung noch ein bisschen mehr Wirkung kommt, vor allen Dingen, was die Konzentration angeht. Das Ding ist mit ADHS-Medikamenten, man darf es sich halt nicht so vorstellen, dass die halt alles reparieren im Kopf. Aber für mich ist ja das Problem sowieso so ein bisschen so Antrieb und Dinge anzufangen. Also ich meine, es ist ja bei vielen so mit ADHS. Und deswegen muss ich dann noch ein bisschen schauen. Ich werde auf jeden Fall nochmal berichten in den nächsten Vlogs, wie es so ist. Das Gute ist, ich weiß noch mehr von dem Stoff, als ich dachte. Also es ist gerade alles, ich wiederhole jetzt halt erstmal die Sachen, weil ich ja jetzt doch eine längere Pause drin hatte, die auch irgendwie gar nicht so ganz geplant war. Aber deswegen wiederhole ich gerade alles nochmal ein bisschen und schaue mir das alles nochmal an. Ich werde jetzt hier auch einfach erstmal weitermachen. Ich lerne mit einer Zusammenfassung aus dem Internet. Das hatte ich letztes Mal schon gesagt, weil ich gemerkt habe, dass für mich so Zusammenfassungen selber schreiben einfach, ich mag das auf eine Weise, aber es klaut mir auch immer ein bisschen viel Zeit. Also es ist, ich habe das Gefühl, ich stecke dann zu viel Energie in etwas, was mir zu wenig bringt. Es gibt einfach oft genug Leute, die sagen, oh, das ist der eine Weg, wie man das am besten macht, aber das stimmt halt einfach nicht so. Vor allem im Fernstudium ist einfach das Wichtigste, dass du irgendwie dabei bleiben kannst, dass du dich immer wieder motivieren kannst, weil das wirklich schwierig ist. Und auch in so einem regulären Präsenzstudium ist das natürlich ein wichtiger Punkt. Aber Motivation, finde ich, ist einfach noch mal ein bisschen weniger ein Punkt als im Fernstudium. Aber ich finde einfach, egal welches Studium, man muss einfach seinen Weg so dafür finden, wie man Sachen am besten lernen kann und aufarbeiten kann und so weiter. Also ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr auch keine Zusammenfassung schreiben wollt, aber trotzdem eine haben wollt, auf Study Drive und so zu gucken. Da gibt es halt auf jeden Fall öfter was, je nachdem natürlich, wie groß euer Studiengang ist, wie groß eure Uni ist und so weiter, also wie groß der Kurs halt immer ist. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen, aber wenn ihr sagt, ihr wollt euch lieber selber eine Zusammenfassung machen, dann macht das halt. Ich finde es auch immer falsch, wenn Leute einfach sagen, das ist unnötig und das verschwendet zu viel Zeit, weil das ist einfach so individuell und wenn euch das wirklich hilft, dann macht das. So, weil eine Zusammenfassung aus dem Internet natürlich auch immer das Risiko hat, dass vielleicht das nicht ganz vollständig ist oder für euch nicht vollständig ist oder für euch nicht gut erklärt ist. Also muss man das halt wissen, aber für mich funktioniert das so tatsächlich ganz gut aktuell. Aber ich bin ja auch immer noch ein bisschen am Ausprobieren, deswegen. Everything goes white. I can feel the breeze. Euphoric delight. Only you and me. Pour your honey, sickly sweet. Keeps me coming, got me weak. You could kill me, I'd still. Darling, your number is 6 feet deep. Oh, it's real hard to break this habit. It's like I want you 24/7. Okay, es ist jetzt schon 14 Uhr. Ich habe jetzt ein paar Stunden gelernt und am Schreibtisch gesessen. Deswegen ist jetzt Zeit, mir was zu essen zu kochen. Leider sieht die Küche gerade nicht so schön aus. Ich zeige es euch lieber einfach nicht. Das heißt, ich mache mir nur schnell einfach irgendwas, weil ich auch schon wieder irgendwie zu lange gewartet habe, weil ich irgendwie so vertieft war. Oder was heißt vertieft, aber keine Ahnung. Ich habe einfach nicht so ganz gecheckt, dass es schon irgendwie Mittagessen ist und ich mir was zu essen machen sollte. Deswegen mache ich das jetzt schnell und dann, ja, schauen wir mal. Nudeln gemacht mit Erdnusssoße. Ich hoffe, die Erdnussbutter war noch gut. Ich glaube, die stand da schon ein bisschen, aber sie hat, glaube ich, nicht ranzig geschmeckt. Keine Ahnung, ich finde es immer schwer einzuschätzen, sowas. Aber ja, ich mache es immer so, dass ich das einfach koche. Ich habe das jetzt noch mit Edamame-Bohnen zusammen in einem Topf gekocht. Dann schütte ich fast das ganze Wasser ab. Ein bisschen lasse ich ja drin und dann kann man einfach Erdnussbutter oder Tahin benutze ich dafür auch ganz gerne. Dann hat man halt Sesamnudeln, mache ich da rein. Und dann noch Sojasauce, Sesamöl und Agavendicksaft und dann es ist halt schon fertig und es ist halt mega nice, wenn man nur einen Topf dreckig macht und halt das so schnell geht und deswegen mag ich das sehr gerne, weil ich immer nicht so gerne viel Zeit in der Küche verbringe meistens, deswegen, ja, werde ich das jetzt schnell essen und dann weiter lernen. Ich muss mich gerade eigentlich wieder hinlegen, aber mein Platz wurde geklaut. Natürlich jetzt ungünstig. Ich bin ein bisschen müde gerade. Ich habe einfach auch die Nacht echt nicht gut gepennt.
Aber ich wollte halt noch ein bisschen was schaffen und ein bisschen weiter lernen. Gerade beim Lernen, aber ich mache mal kurz das Update. Ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob es halt am Medikament liegt, aber gerade funktioniert es nicht mehr so. Also meine Konzentration ist auf jeden Fall gerade weniger als, also jetzt gerade weniger als davor. Und ja, das ist ein bisschen frustrierend generell. Das ist einfach sehr frustrierend, wenn das Gehirn nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll. Ich versuche darüber nicht so viel nachzudenken, aber es ist halt einfach ätzend, dass es halt für mich so alles so ein Thema immer sein muss, was für andere Leute halt nicht so ein großes Thema ist. Okay, ich habe jetzt das Lernen für heute erstmal beendet. Ich finde, dafür, dass ich jetzt ein paar Wochen nichts gemacht habe, war es eigentlich richtig gut. Das Einzige ist halt, das Medikament hat einfach nicht so gut funktioniert, wie ich es mir erhofft hatte. Aber das ist auch okay. Ich probiere morgen nochmal eine neue Dosierung aus und ab morgen nochmal eine neue Dosierung aus und so. Deswegen, so dafür, dass ich jetzt halt so lange nicht gelernt habe und es war wirklich komisch. Also ich hatte wirklich das Gefühl, ich muss erstmal wieder reinkommen. Fand ich halt doch ganz gut so. Und ja, also das ist schon mal abgehakt für heute der größte Punkt. Aber ich bin auch irgendwie echt müde. Also, mal schauen, was ich heute noch so mache. Ich habe mich jetzt entschieden, meine Serie weiter zu gucken. Ich habe mir eine Serie angefangen, die ich früher immer geguckt habe. Und die habe ich halt für mich wieder entdeckt. Und ich habe die absolut gebinge-watched und bin jetzt schon fast wieder durch.